Es tut das, so, sind, ja? Das sind Mutationen, sind das. Das ist irgend so ein Abfallprodukt bei der Industrieherstellung. Und das sind Pflaumen. Das sind feinheimische Pflaumen. Fein und heimisch. Also das, um jetzt noch mal festzuhalten. Ja. Das ja. und das hat soll das gleiche Ding sein, offiziell. Vom Namen her ja, vom Produkt her sind es Welten. Mhm. Das ist irgend so ein wässriges Teil, kann man abbeißen wie beim Apfel. Meistens läuft das aber gleich runter. Und das hier, da ist Säure drin. Ah. Habe ich doch recht gehabt. Ja. Ne? So. Aber es ist interessant. Ich will nur mal. Ja, okay. Auch mal den Unterschied wirklich. Ja. Ein ganz anderes Produkt. Ja. Wo kommt die her? Die habe ich selber gepflückt und ich habe extra noch ein bisschen Baum dran gelassen. Deswegen habe ich gerade gesagt, fein heimisch aus der Region. Eigene Produkte, nicht die ewig lang unterwegs waren und vor allem so klein. Klein und süß. Am liebsten hätte ich noch etwas kleinere gehabt, und zwar wilde Spitzpflaumen. Das ist eigentlich so die Krönung, die man so in der Sterneküche kriegen kann. Ja. Spitzpflaumen, das ist eine wilde Sorte, sind länglich. Der Stein ist fast so groß wie das Fleisch. Also die Ausbeute ist gering, aber sie ist super süß und super aromatisch. Und das ist eine ganz gute Pflaume. Und wie gesagt, ich habe den Baum stehen lassen. Also das ist im Grunde das, was unsere Zuschauer auch aus ihrem Garten kennen. Ja. Gewissermaßen. Und das, wenn man dann in der Nähe des Kernkraftwerks wohnt. Ja, das ist eben das, was im Handel hauptsächlich angeboten wird. Das wird irgendwo angepflanzt in Plantagen. Mhm. Das ist mal daraus entstanden oder eine Aprikosenart, die abgewandelt worden ist Richtung Pflaume. Aber wir wollen da Schwätschgen oder sagen wir mal richtige Bauernpflaumen. Daraus ja. wollen wir das machen. Und daraus machen wir auch dieses leckere Pflaumenmus. Ja, dass die jetzt hoffentlich nicht an. Ja, nee, brauchst du die alle? Johannes, brauchst du die alle? Ich brauch sie nicht. Wie viele darf ich dir klauen? Okay, Moment. So, okay, der Rest darf weg. Der Rest darf weg? Der Rest darf weg, ja. So, haben Sie Lust auf ein paar richtige Zwetschgen? Ja? Ja, selbstgepflückte. Cool. Selbstgepflückte. Ja. Und einfach noch mal für die Gegenprobe. Okay, ich versuche die mal durchzuschneiden. Moment mal. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ich schneide mal so ein bisschen runter. Heute Morgen frisch quasi auf Sylt gepflückt, ja? Geklaut fast. Ja. Ja, wirklich? Du bist tatsächlich einer, der viel unterwegs ist, ja? Wenn es um Beschaffung von Nahrungsmitteln geht. Ja, immer mehr. Auf legale oder illegale Weise. Aber du gehst selber raus. Ja, es und holst dir das ist, ja. Zeug. Also es wird immer wichtiger, einfach auch vor Ort die Produzenten auch zu unterstützen, mhm. aber auch zugleich die heimischen Produkte, und zwar die, die gut sind, ja. daraus Spitzenprodukte noch zu machen. Einfach mit dem Produzenten auch zusammen. Und das mhm. funktioniert inzwischen immer besser. Mhm. So, also, einmal hier die große Sylter Pflaumen-Zwetschgen-Verkostung. Wer hat Lust? Hallo, gleich schön. Sie möchten? Ja, meine geklärte Butter. So, bitte schön. Beißen Sie mal rein. Bitte? Den bräuchte ich nachher noch mal zum Backen. Ist lecker? Ja, lecker. Ja, lecker. Ja. Diese End-Oktober-Pflaume ist das, ja. Die berühmte End-Oktober-Pflaume. Ja. Schauen Sie mal. Und als Gegenprobe hätte ich hier noch mal... Vielen Dank. Vielen Dank. Der kann man auch essen. Also, wie kennt, das kann man schon essen. Essen Sie mal. Soll ich mal? Herr Mecke, ich reiche mal durch, ja? Sie geben es weiter? Versprochen, ne? Ich kontrolliere das. Gut, also. So. Mal gucken hier. Barley. Du bist ja schon fast dran. Ja, ich habe noch ein bisschen die Krümmungsmüll noch rausbraten. Was hast du bis jetzt gemacht hier Schönes? Also ich habe hier jetzt Speck gebraten, schön langsam, mhm. so Speckstreifen. Weil die kommen nachher oben auf das Gericht drauf. Mhm. Und dazu gibt es noch ein paar Croutons, weil wenn du ja so einen Zander hast... Croutons. Das ist mein Lieblingswort. Das heißt, na, Ciabatta. Ciabatta? Ciabatta. Ciabatta ist auch schön, aber Croutons ist auch schön. Zum Beispiel traue ich mich auch nicht an die... Ciabatta Croutons? Ja. Ja. Ich traue mich zum Beispiel auch nicht an die südfranzösische Küche, weil da müsste ich ja Ratatouille machen. Ratatouille? Ja. Ratatouille will ich gar nicht. Nicht auszudenken. Nein, das versteht auch keiner. Also, ich habe jetzt hier so ein paar Rauten einfach geschnitten. Von dem Toastbrot, ja. Und das brate ich jetzt hier in diesem Fett, wo vorher der Speck drin war, mhm. leicht knusprig raus. Denn wenn ich ja dann eben hergehe und habe diesen zarten Zander mit dem Schnittlauch, ja. da brauchst du nur ein bisschen was Herzhaftes. Und da kommt auch natürlich eine Knoblauchzehe mit rein. Und da hinten habe ich übrigens hier unseren Kürbis und jetzt habe ich ihn gegart probiert und weißt du, was der mich erinnert? An den sogenannten Butternut. Butternut? Ja. Butternut, was ist das? Also das ist Englisch. Ja. Und so. Auf Englisch heißt es Butternut. Butternut? Und ansonsten würde man es Butternut. Oder sag du es, ich weiß es nicht. Ja, nee, Butternuss halt. Ja, Butternuss. Ja, das ist schon richtig. Ja. Mai wirklich doch. Butternut. Aber, und das ist genießbar grundsätzlich. Wie geht's dem Herrn aus Mönchengladbach? Ihnen geht's gut, ja? Ja?
Ist eine 1. Gut. Ja, ne, er schaut gut aus. Ja, doch. Er kann ja nachher mal, ich würde ihm nachher einen servieren und dann können wir mal vorher nachher probieren. Sind wir sehr gespannt. So, hier sehe ich etwas, das mag ich ja wahnsinnig gerne. Lammfilet. Das wusste ich doch. Lamm im Grünen sozusagen. Ja. Back to the roots, ne? Also zurück nochmal kurz auf die Weide. Ich habe hier einfach ganz kurz angebraten, nicht zu hohe Hitze, weil das wollen wir ja wirklich zart rosa servieren. Und dann Salz, Pfeffer, Fleur de Sel, schwarzen Pfeffer und ein bisschen frischen. Üppig frischen Thymian dazugegeben, damit der Saft richtig dieses tolle Aroma aufnimmt. Ne? So, jetzt aber runter vom Herd. Ja. Und dann kurz bevor ich serviere, gebe ich das noch in den Ofen. Ich habe mich hier mit Alexander abgesprochen, mit 80 Grad. 80 Grad? Ja, abgesprochen. Ja, ich habe den Ofen angeguckt, gesagt, wenn du raus bist, komm hier rein. Ist gut? Bist du rein, wenn ihr rausgeht? Schau mal, der schaut's gut. Dann können wir das mal zeigen hier vorne. Sieht auch gut aus. Das ist eine 1 vom Herrn Hermann hier. Ja, und das, durch dieses ganz langsame Garn ist der jetzt in der Mitte noch ganz glasig und oben ist diese Schnittlauchbutter drauf. Ja. Kannst du gleich bleiben, du kannst da unten mit reinschieben. Schau mal hier. Ja, ganz unten mit rein. Hier. Was haben wir da? Da haben wir den Kürbis, nicht den Butternut, sondern den Hokkaido. Ja. Hokkaido mit die rote Beete, mit den Kugeln, Olivenöl, Fleur de Sel im Ofen gebraten. Ne? Oh. Auch mal was anderes, aber sollte auch sehr lecker werden. Bin ich sehr gespannt darauf. Und jetzt mache ich Orecchietti al dente. Ist nicht so einfach. Ist wichtig, genau. Muss immer gucken auf die Packung. Ne? Auf die Crepe kommen wir gleich noch zu sprechen. Horst, du zeigst uns gleich einmal, wie wir das Ding richtig rauskriegen. Ja? Was willst du rauskriegen? Crepe. Die Crepe. Ja, das sind ja keine Crepe mehr. Aber sowas in der Art. Ja, Ralf hat schon gerade im Moment sein Rezept verändert. Ich habe gesagt, also Crepes sind ganz was anderes. Jetzt haben wir gesagt, okay, das sind Pfannkuchen geworden. Ja, also die sind halt einfach aber dicker. Crepes müssen hauchdünn sein, die Pfanne war zu kalt eben. Der Teig ist eigentlich sehr schön, aber ein bisschen zu wenig Butter drin. Also ganz heiß drauf, schnell schwenken und dann wenden. Okay. Aber das hier, also wir machen jetzt Pfannkuchen draus. Wir mandeln das ein bisschen ab. Was das hier ist, das möchte ich jetzt, am liebsten würde ich das gar nicht zeigen. Nee, das zeigst du mal. Nein, ja? Ich zeig das auch nicht. Nee. Oh, guck mal, das ist der Klassiker. Ne? Wie wendet man denn sowas professionell? Das war die Probe, zum Kosten. Ich kann das eigentlich. Ja. Aber mit der Hand heute. Nee, das ist jetzt blöde. Ne? Ja, das ist ziemlich leidensfähig. Ja. So. Lea, ja? Du hast mal in der Sendung erzählt, der erste Crepe geht immer schief. Ja, das stimmt. Warum? Weil die Pfanne da höchstwahrscheinlich nicht richtig heiß ist. Hatten die auch gerade das Haben Problem? Die gesagt? Ja. Die Pfanne muss richtig heiß sein. Übrigens, was er gesagt hat von der geklärten Butter, finde ich sehr gut. Ja, die kannst du hast du zugehört. Ne? Ja. Und das macht das auch wiederum. Weißt du, es gibt die, man sagt ja immer, oh, das ist nicht gut zu essen oder so. Aber mit den richtigen Zutaten zusammen sind alle Speisen, die dir Spaß machen, ist noch gut für dich. Lea, wie weit bist du? Das ist ein Alarmsystem. Ich bin soweit fertig. Ich wollte auf dich warten, um dir zu zeigen, was da alles so reinkommt. Also hier ist mein Lachs, den habe ich jetzt etwas abkühlen lassen. Siehst du, der ist nicht zu durch. Jetzt mache ich ein bisschen Salz da rein. Oh, der sieht so gut. Darf ich dir ein bisschen Lachs klauen, Lea? Nee, jetzt darfst du noch nicht. Komm, kleines bisschen. Nein, ich sag dir auch warum. Oh, also vorhin hast du mir, nein, nachher kriegst du umso mehr, weil ich hatte dich ja lieb. Aber das ist eindeutig Zuchtlachs. Es ist Zuchtlachs, ne? Ja, es ist. Woran hast du es eindeutig gemerkt? Geschmack. Und deswegen hätte ich jetzt gut meinen Freund, den Alfons, dabei gehabt. Der kann dir ja lang und breit erklären, woran und was und wie. Aber da er so vieles weiß, behalte ich das nicht immer. Und deswegen, ich verlasse mich immer auf meinen Gaumen. Ich schmecke es. Und wenn es gut schmeckt, dann ist es richtig. Denn ich kenne den Geschmack von richtigem Lachs. Also man muss gut üben mit Schmecken. Ja, absolut. Ich mache hier ein bisschen Piment drauf. Weißt du, so scharf. Mhm. Das darfst du auch nicht schmecken, sonst musst du immer husten jetzt. Aber darin darfst du es schmecken. Piment, Piment. Ja, also Piment. Mhm. Ich sage immer Piment d'Espelette, der ist da aus dem Baskenland, aus Frankreich. Dann mache ich Echalotte, also Schalotten, schön fein geschnitten, nicht gehackt, sonst werden die bitter. Dann mache ich Schnittlauch. Wenn man die hackt, werden die bitter? Ja, dann ziehen diese ätherischen Öle raus und die oxidieren sofort und dann wird es bitter. Hier nehme ich jetzt mal, weil wir ja vor laufender Kamera sind, nehme ich die großen Stücke wieder raus. So. Und dann hier, das ist Mayonnaise. Da möchte ich, dass du die schmeckst. Hier. Die Mayonnaise? Ja, bitte schön. Was ist das für eine Mayonnaise? Selbstgemachte Mayonnaise. Selbstgemacht. Es geht nichts über selbstgemachte Mayonnaise. Ein Eigelb, ein bisschen Senf, ein gutes Sonnenblumenöl und du bist schon dabei. Was ist grundsätzlich von Fertig-Mayonnaise zu halten? Nichts. Nichts. Außer du bist Junggeselle und du hast es eilig. Und du dann kennst aber auch Junggeselle. Ja. Dann musst du Mayonnaise selber schlagen können, dass du beim Blind Date sie überzeugst. Ja, denn, oder du kannst dir Mayonnaise, nimm dir fertige und du bleibst, wie er gesagt hat, dann fragt auch keiner dich zum Heiraten. Darf ich euch mal fragen, wie testet ihr, ob ein Ei frisch ist oder nicht? Ja, das ist doch dieser Test.
Ja, wenn man es schlägt, ja, ist wirklich wahr. Wenn das Ei nicht mehr frisch ist, dann ist die Nabelschnur da drin nicht mehr so fest. Und dann schlägt das Eidotter im Ei hin und her. Dann merkt man, dass das Ei nicht mehr frisch ist. Ich meine, für Jans Schlimme kann man doch aufschlagen, essen. Und wenn du dann ganz lange auf Ausstellung sitzt, ja. Keramik, dann weißt du, war nichts mehr. So, aber weißt du was noch? Ja. Ja. Du bist doch eine Frau. Ja. Kannst du zwei Sachen auf einmal anrichten und erzählen? Ja. Ich habe Hunger. Ja, ich mache das jetzt sofort. Hier kannst du dann schon mal, ich mache das gerne so auf Toast, dann ist das für Aperitif. Jetzt kriegst du mal gleich so eine. Erst der Herr Lichter. Herr Lichter. Der hat so einen Hunger. Bitte schön. Aber jetzt möchte ich das aber auch anrichten, damit die Leute wissen, wie das angerichtet wird. Und jetzt hat sie gerade Zimmertemperatur. Also das ist ja auch das Schöne hier dran. Wenn sie Zimmertemperatur hat, also lauwarm ist, dann ist sie ganz schön frisch gemacht. Und ist schon ein altes Ding. So? Kommt jetzt natürlich auf das Zimmer an, ne? Nee. Ja, also man da so hat. Auch bei Kühlung. Also nee. Du kannst schmecken, das ja, ist ja. Nicht aus dem... Was sagst du dazu, welches Dressing hast du da benutzt? Wo? Also auf den Tomaten ja. Oder hier? Mhm. Auf den Tomaten habe ich nur ein bisschen, da gibt es so einen Tomatenessig. Ja. Der schmeckt so ein bisschen nach Tomaten. Weil ich bin nicht unbedingt so ein Balsamico-Freak. Was ist die Alternative? Das hier ist ein, der ist auch etwas süßlich, ist aber ein sehr guter, hier steht der, ein Tomatenessig mit Tomatensaft drin. Wie die das machen, muss ich den Alphons fragen. Oh, so. Der riecht aber wirklich intensiv nach Tomate. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Schon mal ein feiner Essig. Ja. Hast du das Gefühl, kannst du gleich ein Picolöchen? Ich hätte jetzt fast weggetrunken. Was sagst du jetzt? Jetzt sage ich, das sieht großartig aus. Lachs Riette von Lea Linster, meine Damen und Herren. Johannes Ralf. Kommt immer dazu. Ich dachte, mit Gefühl. Ja. Ich weiß, das macht er am liebsten. Ja, ja. So, komm. Nein, ich reiß bitte, Salat schwindelig. Oh. Der Rasenmäher. Hier, der Mann auch von Sylt, mit dem muss man sich gut halten. Hier. Ja. So, und dann auch mit wer kommt noch? Ah, der Horst, du hast schon geschmeckt. Ich habe schon geschmeckt. Du darfst aber noch einmal. Wie findest du? Ah, ich finde wunderbar, wobei ich sagen muss, was mir sehr sympathisch ist, dass sie hat angerichtet die Tellerchen, als wenn ich gemacht hätte. Ja. Eins ist nicht für die Schweiz. Ne? Der Teller ist schon so ein bisschen wie bei mir. Ne? So, also, und wenn alles rein. Wenn die Toast so ein bisschen angebrannt sind. Macht das denn? Gar nichts. Ja, also wenn man jetzt, also das wird ein bisschen bitter, dann kann man sie das Schwarze so ein bisschen abkratzen. Und dann schmecken sie ganz gut. Früher habe ich immer Brot anbrennen lassen. Ist kein Wildfang. Ja, kein Wildfang. Ist Zuchtlachs. Ist ja, aber man kann. Es ist ein Zucht. Die haben ihn angefüttert, damit er langsam kommt. Es ist ganz langsam. Aber ich habe ihn so zubereitet, hinten, ne? Dass man so einen Wilden einfangen kann wie dich. Ich wundere, danke. Danke. Also, Johannes King, zwei Sterne, ja. Sagt zu dem Lachsriette was? Also, ich habe vorher mitgelauscht. Mhm. Also du musst jetzt schon mit dem richtigen Lachs, das ist eine Wurst, gell? Ja, aber voll hängen, ne? Was Lea gesagt hat, wenn man irgendwo ein Roulette isst, dann ist man immer schon mal ein bisschen vorsichtig. Und wenn das dann besonders gut ist, dann weiß man schon, man ist auf der sicheren Seite. Dass es aus Ihrer Hand natürlich klasse ist, und zwar super klasse ist, das war mir schon klar. Deswegen habe ich eben gerade noch diese Mayonnaise probiert. Ich möchte dem Gewinner, du gemacht hast. Wie heißt der? Ralf. Ralf. Aber das Schönste daran finde ich auch, dass es lauwarm ist. Deine schöne Figur behält. Kalt ist. Lachs ist auch ein Fettfisch. Und wenn Lachs kalt ist. Und sehr gut. Ich sag gerade, weil das lauwarm ist. Lachs ist auch ein Fettfisch. Und wenn Fett zu kalt ist, dann trägt es das Aroma nicht. Und so, wo es lauwarm ist, hat es ein viel schöneres Aroma. Sehr, sehr lecker. Aber wenn ich es roh esse, also ich mache das wirklich. Wenn ich einen Lachs kaufe, wird der Surplus geschmeckt, denn ich nehme nichts mit nach Hause, was nichts ist. Mhm. Und ihr habt vorhin gesagt, so, ist das jetzt Wildlachs oder Zuchtlachs? Weißt du, wo willst du das? Und dann ist noch Druck. Und sagt, komm mal, da machen Sie mal voran da. Wie willst du das denn da unterscheiden? Und, und man kann dir ja egal was erzählen. Aber der Gaumen, dein eigener Gaumen, der trügt dich nie. Und deswegen, ich passe immer nur darauf auf, wie es schmeckt. Obwohl man sieht ja schon, ob das ein normaler Zuchtlachs ist, wenn er noch so Einprägungen am Hals hat vom Halsband. Ja. Also ich würde sagen, ja. Du meinst das Piercing? Ja, ja. Piercing. C'est super. C'est super, ça me plaît beaucoup. Kann ich noch eine haben? Ich mache. Oh, ja. Ja. Also, das sehr schmeckt. Ist gut, ist super. Ja. Ganz ist toll. Traum. Alexander? Also ich bin auch froh, wenn Nachfrage ist, dann weiß ich, dass es gut ist. Das ist für uns Frische immer das schönste Kompliment, gell?
Haben Sie Lust auf ein kleines Stückchen Lachs, Rie? Ja, ich komme. Ja. Also. Frau Linster wird gleich höchstpersönlich bei Ihnen erscheinen, ja, um einmal ein wenig zu verköstigen. Oh, jetzt bin ich. Alexander. Das Spannende an der ganzen Geschichte ist, dass eigentlich, wenn man jetzt das als Menü sehen würde, glaube ich, mal schauen, ob die Kollegen das auch so sehen, den idealen zweiten Gang dazu hätten. Weil der hast jetzt den ganz zarten Lachs mit diesem Meerrettich und das hat sie schön gemacht, weil das nur ganz wenig drin ist. Das heißt, so der Lachs lebt noch und der Meerrettich begleitet das schön. Und im Grunde gehe ich jetzt in dieser Rustikalität weiter. Ich habe jetzt da diesen Kürbis, dessen Namen ich ja nicht ganz aussprechen kann. Kürbis ist ja auch noch mal der ist ja verwandt mit Zucchini und so weiter, ne? Genau. Und auch mit Gurke. Ja, ist im Grunde ist es also ein Gemüse oder ist es ein Obst? Das eindeutig. Auch gefragt. Eindeutig ein Gemüse. Ein Gemüse, ja, ne? Okay. So, du bist soweit, ne? Ich richte jetzt einfach mal an, ja. So, dann machen wir hier diesen wunderschönen Kürbis hin. Das ist übrigens ein schöner Tipp. Kaufen Sie diesen Kürbis für zu Hause, weil er hat keine Kerne. Und der passt. Da muss man nicht so rumdoktern wie jetzt hier, sondern den schneidest du runter, schneidest du schöne Rauten. Der ist wesentlich einfacher im Handling. Er ist nur halt ein wenig größer. Ein wenig größer. Ein wenig größer. Ja. So, jetzt kommt da dann oben drauf der Zander. Ja. Ein Süßwasserfisch, oder? Jawohl. Was soll ich machen? Den gebe ich aber natürlich ohne die Butter drauf. Was hast du denn mit dieser Butter genau gemacht? Ich habe die bloß erwärmt, zusammen mit dem Schnittlauch, dass eben diese ätherischen Öle vom Schnittlauch so richtig schön in diese Butter gelöst werden. Und damit habe ich dann im Grunde jetzt diesen Zander aromatisiert. Das lege ich jetzt da so oben drauf. Der kann auch oben drauf bleiben, weil durch diese wenige Temperatur ist er noch, wie soll man sagen, frisch genug. Ja. Und jetzt gebe ich oben drauf noch ein bisschen eine fast schon klassische weiße Soße. Das heißt, hier mit Weißwein und ein bisschen Senf habe ich hier noch so ein weißes Süßchen gemacht. Schnittlauch mit Zander. So, kommen wir da drauf. Pochiert, wow. Und jetzt kommen wir zu etwas, was im Grunde schon immer eine Rolle gespielt hat, aber man hat es vor Jahren eigentlich gar nicht ausgedrückt, das ist das sogenannte Mundgefühl. Mhm. Und wenn du das jetzt isst, könnte das sein, dass Mundgefühl, dieses... Mundgefühl, was ist das? Ja, dass du was Weiches mit was Knusprigem zum Beispiel kombinierst. Mhm. Weil wenn du jetzt nur, ich sag mal wirklich, du hast Kartoffelbrei und ganz weich gekochte Karotten dazu, dann macht das keinen Spaß. Oder nee, besseres Beispiel. Berliner, also Kalbsleber Berliner Art, da hast du die weiche Leber mit dem Kartoffelpüree und den weichen Apfel. Und die lebt eigentlich davon, dass du oben diese gebackenen Röstzwiebeln drauf hast. Und genau im Grunde dasselbe Prinzip ist es jetzt hier. Mhm. Ich gebe jetzt da so ein paar kleine Croutons oben drauf. Croutons? Ein paar Croutons. Ich mag dieses Wort, Alexander. Und ein bisschen Speck. Verzeih mir, aber ich nein, mag ich finde es das schön. Croutons ist einfach ein schönes Croutons, Wort. Ja, das ist Croutons, Radadouille habe ich heute noch gelernt. Ja, oder Latte Macchiato. Latte Macchiato, Latte Macchiato ist Ciabatta. Ciabatta. Du musst das I betonen und dann runterrutzen. Ciabatta. Okay. So, und es wäre jetzt angerichtet, also die Kollegen können jetzt probieren. Ein Traum. Schau mal hier. Guck dir das an. Johannes. Ralf. Ja. Andreas, der Herr Lichter, bitte. Lea, du musst jetzt bitte auch mal kommen. Ich komm jetzt sofort. Ihr müsstet euch das hier mal anschauen. Der Herr Hermann hat hier ein buntes Potpourri. Ein Potpourri, gezaubert. Eine Ciabatta war nicht im Spiel, aber ein Potpourri. Ich wusste gar nicht, wie schön eigentlich mein Dialekt ist. Fränkisch ist seitdem du mir das immer erzählst, wie toll der eigentlich wirkt. Ich mag das wirklich. Ja, ich bin ja auch ein großer Fan von meinem eigenen Dialekt. Ja. So. Prost. Du siehst doch gut aus. Guten Appetit. Dankeschön. Aber ich möchte nicht als Erster anfangen. Doch, Ralf. Komm. Johannes. So. Ralf. Oh, mit Gabel? Komm, alle mit. Ich kriege so wenig rauf. Hier, lieber mit dem Löffel. Ja. Lieber mit dem Löffel? Eine Gabel für dich. Hier ist Löffel. Mit dem Riesenkürbis? Nee, mit Banane. Butternut heißt der. Butternut. Ist das Butternut oder Betternut? Butternut, ja. Betternut. Betternut, nein. Betternut ist es nicht. Dann kann ich ja schmecken. Johannes, Löffel? Ja, einen Löffel gerne. Löffel. Ja, ich habe mir einmal die Finger verbrannt. Du hast dir die Finger verbrannt? Ja, an meinem Löffel da drüben. Oh. Nimm den. Ja, ich habe einen. Ja? Ja, ja. Wunderschön. Kommt richtig. Wo ist gut. Der Kürbis hier? Da. Ralf. Man wartet ständig auf den Bananengeschmack, der hinterher kommen soll. Aber er kommt nicht. Nein, ist natürlich nicht. Das ist wunderschön. Nee. Aber die Bananenfarbe ist da zumindest. Ja, die ist da. Er schmeckt eigentlich mehr nach Zucchini statt nach Kürbis. Ja, aber ich bin auch völlig überrascht, wie der schmeckt, weil ich kenne ihn ja nicht.
Ja, den, ja. Den Butternut ist, nee. Also, ist mehr, eigentlich finde ich, wir nehmen ihn deshalb wegen wenig in der Gourmet-Gastronomie, weil er mehr eben nach Zucchini geht als nach Kürbis. Ja, und das mal essen von Sternik probieren. Dann auch in Amerika findet der richtig statt. Ist natürlich Weltmeister. Vielleicht noch einen Tick feiner, nicht so grobmotorisch, wie es bei uns ist, aber wir kochen auch lecker. Absolut. Aber das ist absolut, lecker, ja. Also, Johannes? Ich habe vor. Roh am Kürbis abgebissen, hatte Bedenken gehabt, dass der ganz schnell zerfällt. Mhm. Wunder mich, dass er die Konsistenz hält. Ja. Die Kunst der ist sehr, bitte? Die Kunst beim Garen. Die Kunst beim Garen, allerdings. Er hat nämlich einen leichten Biss, ist aber gar. Ja. Ja. Hat jetzt nicht so einen typischen Kürbisgeschmack, also geht eher so in die Tahini-Richtung, würde ich auch sagen. Mhm. Was ich sehr lecker finde, ist die Marinade hier zum Fisch dazu. Das ist ein sehr leichtes, sehr feines Gericht. Ja. Speck und Crouton, das gibt dem Ganzen noch so ein bisschen Pfiff. Sehr lecker. Sehr gut. Sehr gut. Ich kann auch nicht mehr hinzufügen. Der Zander, der ist perfekt auf den Punkt. Ne? Und das finde ich immer, das macht es einfach aus, ne? Dass man das Timing auch raus hat, so ein bisschen diese Fingerspitzen. Und deswegen finde ich es ein großartiges Gericht. Lea. Toll gemacht. Ja. Also ich finde das auch mit dem Zander und davon sollten die Leute auch wirklich schön profitieren. Das ist so unterm Grill gemacht oder im Ofen einfach oder unter, ja. Also das Schöne ist, machen Sie einfach ein paar Stückchen mehr, dann brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen wegen der Garzeit, dann schmecken Sie immer. Und wenn er wirklich gut ist, dann ist er fertig. Voilà. Also ich muss sagen, ich bin absolut begeistert vom Fisch in der Kombination mit den Croutons und dem Speck. Das ist so vollkommen meine Welt, wo ich sage, sehr geil. Den Kürbis, da bin ich echt überrascht, wie der schmeckt. Den habe ich das erste Mal in meinem Leben probiert. Ich werde demnächst bei Oma mal wahrscheinlich die Kürbisse alle durchprobieren. Ja, also der ist lecker. Aber den muss ich einfach nicht dabei haben. Weißt du, das ist so, das ist toll. Das war mal ein Erlebnis, das man mal probiert hat. Man kann jetzt damit dicke Hose machen und sagen, habe ich auch mal gegessen. Aber den brauchst du nicht wirklich. Ne? Der Rest ist sehr geil. Ja, also, ich würde mal sagen, Kartoffel dabei, Weltklasse. Ja. Ja, also, sehr lecker. Okay. Also, großes Kompliment. Ja, wunderbar. Aber jetzt wirklich, wir haben ja vorhin kurz darüber geredet, wir müssten mal die Reihenfolge. Darf ich Ihre Aufmerksamkeit einmal lenken auf unser Publikum? Achten Sie auf diese Augen. Hungry Eyes, möchte ich sagen. Ja, gibt es diesen Song? Kennst du den? Ich möchte gerne wissen, ob meine Riette gut war. Ja. Oh, ob deine Riette gut war. Entschuldigung. Das ist, okay. Ist aber nur die eine Hälfte, ne? Ja, genau. War es so, dass Sie jetzt Riette probiert haben, hier dieser Flügel, der Westflügel hat Riette probiert? Ja. Okay, dann kriegen Sie jetzt den Zander. Ist das in Ordnung? So machen wir das, ja. Alexander, ja, du Achtung drauf. Alexander wird gleich zu Ihnen kommen. Es reicht nicht für alle. Ein Traum. Wie sieht es bei dir aus, Andreas? Komm gut. Ja, komm gut. Aber halt. Bist du soweit? Mhm, fast. Fast. Okay, du brauchst noch einen Moment. Mhm. Wie sieht es bei euch aus? Wir sind sehr gut im Rennen. Aber noch nicht fertig. Nein. Gut. Ich habe hier gerade die letzten hier drin. Jetzt kann man hier sehen, mit meinen zwei Strudelblättern. Ja. Wir haben mal zwei verschiedene Größen gemacht. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, in geklärter Butter langsam ausbacken. Und das duftet nämlich auch schon so gut. Riech mal im Topf. Ist heiß, ne? Nee, nicht anfassen, nur riechen. Ja. So richtig schön nach Schmalz. Ja. Kennst du Südtiroler Schlutzkrapfen? Jawohl. Kennst du, ne? Ja, klar. Die werden auch so gemacht. Ja. Da kommt dann dieses feine Butterschmalz oben drüber. Und das ist auch Butter in Maßen. Horst hat das schon immer gewusst. Ist ja auch gesund. Alles in Maßen. Butter jetzt hier sehr tief eingezogen? Nein, oder? Überhaupt nicht. Dadurch, dass der Strudelteig so hauchdünn ist, das sind ja zwei Schichten, die wir hier übereinander haben. Ja. Und das kommt hier rein, da kann fast gar nichts reinziehen. Und jetzt sieht man, jetzt geht das so richtig auf. Ja, ja. Das ist interessant. Vielleicht können wir das einmal einfangen. Schmeißt gleich noch mal so ein Ding rein. Schmeißt noch einen rein. Und vielleicht können wir das mit der Kamera mal zeigen. Die großen habe ich extra für Horst gemacht. Wenn du die dann reinwirfst, genau. So hauchdünn und zack. Zack. Guck. Und jetzt bläht der so ein bisschen auf und das passiert deswegen, wenn ich nur mit Butter zusammenstreiche, dann fällt das sofort wieder auseinander. Aber ich habe Butter genommen und ein bisschen Eigelb dazu gemischt und dann klebt das ein bisschen zusammen. Ist aber trotzdem hauchdünn und vor allem super knusprig. Mhm. Alexander, schau mal, hier habe ich ein bisschen Ciabatta. Ciabatta. Ja, doch. Sowas in der Art. Strudel. Das ist so Sylter Ciabatta. Schau mal hier. Okay. So, ich habe den ein bisschen aufgebrochen.
damit wir anrichten. In welcher Reihenfolge wollen wir es jetzt machen? Sollen wir das Dessert vorziehen? Nee. Hier ist fertig. Studi ist fertig, ne? Ich bin fertig. Ah. Und wir sind schon so gut wie am Anricht. Das heißt, wir können relativ zügig. Also, wir können mal reingucken hier. Ja, dauert noch einen kleinen Moment. Okay. Ist dir aufgefallen, wenn er immer hier auf diese Position kommt, fällt irgendwann das Wort Crudo. Ja, das war aber, du hast dich angepirscht. Ja, das ist richtig. Ich habe nur drauf gewartet. Ja. So, guck mal jetzt hier. Ja. Oh. Jetzt guck mal rein. Ne? Also das ist nicht mehr wilde Mischung. Wilde Mischung, aber. Können wir vielleicht mal anfangen, was hier in diesem Topf gerade stattfindet? Weißt du, eigentlich darf ich ja mal sagen, dass. Ja. Ja, also der Andreas und ich kennen uns ja schon 10 Jahre vom Kochduell. Ja. Und er hat es als einziger damals geschafft, zu Stefan Raab mal in die Sendung zu kommen mit einem Outtake. So. Weil das war ja damals so, dass die Leute immer diese Tüte dann vor dir ausgeschüttet haben und dann sagt man normalerweise, eine bunte Mischung. Eine bunte Mischung? Eine bunte Mischung. Ah. Das Schöne ist nur, dass der Studi damals gesagt hat, lauter bunte Muschis. Mann. Also ich habe wörtlich gesagt, ich will auch eine kunterbunte Muschi, aber ich habe es dann auch gleich korrigiert. Aber bei Vox ging das noch so über den Äther. Eine tunte Mischung fand ich auch ganz schön. Ja. Das ging ja auch noch. Würde auch gehen. Eine tunte Mischung. So, guck mal, jetzt mache ich hier, ich würde sagen, das sind so die neuen Farben des Herbstes. Also zumindest dann Herbst 2009 wird es die neue Handtaschenkollektion sein. Von irgendwie Gautier von oder Louis, so einem. Louis Carton. Louis Carton. So. Und ich bin ja ganz stolz auf diese Himbeeren. Darf ich ganz kurz auf den Gesichtsausdruck von Lea Linster hinweisen? Mhm. Achtung, wenn du einmal, guck mal, ja, jetzt ist sie wieder freundlich, aber eben war da, möchte ich sagen, eine gewisse Skepsis zu lesen, Lea. Nein, ich habe mich konzentriert. Es ist ein Go. Ja, also das ist schon wahr, man kann ja auch ein bisschen skeptisch sein. Ja, eben. Ja, ganz ehrlich, mir geht es genauso. Also ich bin da höchst skeptisch, um ehrlich zu sein. Aber schön Rosé hast du das. Ja. Oder Kietli mit Lammfilet, Herbstgemüse, Brombeeren und Ziegenkäse. Eine wilde Mischung, meine Damen und Herren. Oh. Ich sage, der Herbst wird wild. Ich meine, das ist so etwas, das drehe ich mal noch für euch. Ich bin so ein Lamm-Fan. Das ist gut. Das trifft sich gut. Hm? Ja, genau. Meine Spezialität ist Lamm. Weißt du, das erste Gericht, was ich gemacht habe? Also das Lamm? So, und einen Blattsalat dazu. Der Ziegenkäse ist jetzt wo drin? Der Ziegenkäse ist jetzt in den... Der gibt es halt mal durch. Genau. Der ist hier drin. Der gibt dem Ganzen so eine schöne Cremigkeit. Ist da jetzt schon mit drin? Da muss ja keinen Parmesan oder irgend sowas dazugeben, sondern vor allem dann, ich muss jetzt so ein bisschen raussuchen, hier diese wunderbar krossen rote Beete. Ich sehe nicht so gut. Ich habe gedacht, Himbeeren, das sei Chorizo. Also, zähl doch mal bitte auf, Andreas, was da jetzt wirklich alles drin ist. Weil das ist eine wirklich wilde Mischung. Also ohne Chieti, die Nudeln. Genau. Soweit kann ich noch folgen. Dann ist was dabei? Und dann haben wir die kleinen, die gelben, das ist der Hokkaido. So, der Hokkaido-Kürbis. Der Hokkaido-Kürbis. Kürbis aus Japan. Dann haben wir die rote Beete. Rote Beete. Und dann zum Abschluss ein bisschen Säure dazu zu geben, habe ich die Brombeeren dazugegeben. Ja. Und jetzt das wunderschön zart gebratene Rosa Chuyo. Rosa Lämmchen, das kommt dann am Schluss oben drauf. Also. Und das Ganze abgerundet mit ganz wenig Ziegenkäse und ein bisschen frische Kräuter. Acht. So. Bravo. Acht einfach. Also. Acht. Ja. Bon Appetit. Ja. Das ist die... Ja. Ich schmecke jetzt mal, ob es wirklich eine wilde Mischung ist oder eine Zuchtmischung. Ja, bitte. Ja. Ach so, probieren. Ja. Ach, erst mal da rein, weil du dich nicht vom Lamm ablenken lassen möchtest. Ja, das Lamm haben wir ja schon das sollte so ein bisschen angeröstet sein. Johannes, ich bei 180 mal eine Minute Grad im Ofen. Erst mal einen Puderzucker. Wo hast du meinen Puderzucker? Der ist da. Den war noch zuerst. Ja, eben hatte ich den noch. Leas Gesichtsausdruck bitte wiederum zu beachten an der Stelle. Also die Orecchietti hat er perfekt gekocht. Ja. Das ist schon mal die Ja. So, die Nudeln hat er schon mal gut hingekriegt. Das ist ja. Hast du ihn gefunden? Hier. Das ist schon mal ein großes Kompliment. Sehr, also die sind so toll. Uppla. Ja. Und das mit der Mischung, ja, das ist. Sind die fertig? Man könnte. Alex Gesichtsausdruck ist auch verräterisch, finde ich. So. Und ohne Bilder. Entschuldigung, du musst jetzt sehr tapfer sein. Nein. Also tapfer ist vielleicht falsch gesagt. Aber warum hast du zwei Gerichte in eins gekocht? Also ich finde es sehr bunt, ne? Es ist bunt, genau.
Eine bunte aber Mischung. Und ich sage, das sind so, wenn du über den Markt gehst, dann hast du auch verschiedene Sachen. Und du willst vielleicht eine Vorspeise machen. Und dann suche ich mir aber meistens was genau, aus. Genau, und noch ein Gemüse und so. So genau. Und jetzt habe ich gedacht, alles. Ich habe gedacht, Kürbis und rote Beete geht auf jeden Fall. Gut. Mit den Röstaromen dazu. Pasta sowieso. Und das abzurunden mit hat ein bisschen Säure von diesen, von diesen Beeren. Also pass es auf. Schmeckt wirklich gut. Ich liebe es. Und ich finde, es ist ein wunderbares globales Gericht. Okay, da können wir mal probieren. So, jetzt Horst. Also, Horst. Die Brombeeren ist jetzt leicht säuerlich. Aber von Jäbel schon. Ja, das ist auch gut. Das ist wirklich gut. Mhm. Aber das watscht im Grunde die Nudel ab. Es watscht die Nudel ab. Ja, ja, der Salat ist ein bisschen süß. Also ich finde das mit den Brombeeren zum Beispiel, mit dem Lamm, das finde ich gut. Finde ich sehr gut. Und die Orikette mit dem Lamm finde ich auch sehr gut. Können wir bitte mal Herrn Lichter in Großaufnahme zeigen? Können wir hier mal den Johannes durchlassen? Den Kleinen mal vorlassen. Ist auch ich habe gerade das Gefühl gehabt. Hast du einen Löffel? So, Warte mal. Und jetzt bitte einmal Herrn King in Großaufnahme beim Verzehr dieses sehr besonderen Gerichtes. Ja. Ja. Moment. Man muss ja erst mal alles probieren. Ich habe mich vorher auch ein bisschen gewundert. Muss ich ehrlich gestehen. Ja. Und? Aber alles, was ich bisher von Studi gegessen habe, war immer besser, als ich gedacht habe. Okay. Moment mal. Moment mal. Viel besser, als ich gedacht habe. Ich habe immer was Gutes gedacht. Aber wieso kannst du so grässlich denken von der Studie? Guck mal, Typen doch alles. Ich habe grundsätzlich was Gutes gedacht. Aber jetzt mal Spaß beiseite, in der Tat. Ich finde die Zusammenstellung, das, was Alexander gesagt hat, warum zwei Gerichte in eins reinpacken. Ich denke auch, man hätte zwei draus machen können. Brombeeren brauche ich nicht. Man kann natürlich aus einem Gericht auch drei oder vier machen, aber man könnte auch noch mehr reinhauen. Das würde ich jetzt nicht machen. Ralf, deine Kunden leben in aller Regel nicht mehr, wenn sie... Ich habe nur zu Gesicht kriegst. Wie geht's dir bei diesem Gericht? Also bei dem Gericht geht es mir gut. Also ich denke mal, wenn ich ein Gericht habe, was mir vorgesetzt wird und wenn ich dann alles drei oder was ich da zusammen habe, auch zusammen esse, dann finde ich, dann kommen die Geschmäcker eigentlich sehr gut raus. Wenn ich jetzt nur die Nudeln esse oder wenn ich erstmal nur die Brombeeren esse, dann schmeckt das nach Brombeeren. Dann schmeckt das natürlich nicht so, aber alles drei finde ich super lecker zusammen. Also klasse, so. Und so esse ich, also ich esse so, ne, wenn ich was auf dem Teller habe, dann esse ich das auch zusammen. Und dann, sonst könnte ich mir das ja wirklich in drei Gerichten machen und da wieder auseinandersortieren, weil das... Kannst muss ich ja nicht haben. Sofort im Supermarkt essen aus dem Körbchen. Das machen wir doch auch bei den. Oder wenn wir Himbeeren einkaufen, die ersten essen die wir schon aus dem Körbchen mal so. Weißt du, was ich jetzt komisch finde? Was kann ich mir die sind wieder so am Drücken, als wenn sie mein Essen bewerten. Weißt du? Die versuchen wieder alles zu erklären. Die fangen schon wieder an bei den Hartweizen der Nudeln. Weißt du? Im Endeffekt kann man sagen, es ist eine recht gewagte Komposition, die hochinteressant ist, die alle Geschmacksnerven abdeckt. Und du hast halt wirklich was davon. Der Salat ist geil. Der ist unglaublich. Wollte ich gerade sagen. Der Salat ist sehr geil. Lamm ist perfekt. Sehr gut. Lamm ist perfekt. Sehr gut. Absolut gut. Also, Andreas. Wir wären auch soweit. Ne? Es ist ja am Ende auch immer alles geschmäcklerisch. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das Lamm großartig. Ich bin ein Lamm-Fan. Ja. Und ich finde, das ist eines der besten Salatdressings, die ich je gegessen habe. Was ist da drin? Das ist schön. Also, ich habe ein. Mein kleiner Einwand wäre jetzt. Himbeeressig, Walnussöl und ganz wenig Sahne dazugegeben und dann halt geröstete. Himbeeressig, Walnussöl und ein bisschen Sahne. Ganz wenig, genau. Einen kleinen Schuss Sahne. Großartig. Und damit der Stich rausgeht, habe ich ganz wenig. Ja, Kürbis gerne. Passt halt. Jetzt aber. So, jetzt aber. Die beiden. Oh, guck mal. Ja, ich wollte jetzt nicht ständig in Wort fallen, ja, aber das Rehhirschgedöns geht sonst kaputt. Ne, weil das ist jetzt schon so lange da drauf. Und wir waren so stolz, dass es so traumhaft geworden ist. Wenn man das mal hier sieht, wie schön er gebraten ist. Ne? So. Mal da. So, und jetzt wäre schön, Lea. Also, Rehrückenmedaillons mit Mortelrahm und gefüllte Crepe mit Feigen. Jetzt müssen die alle Crepe ist es nicht geworden. Es war ja dann wir haben es anders jetzt gemacht. Richtig. Ich fütter dich. Genau. Ja. Weil ich habe so ein paar Innovationen damit einfließen lassen. So. Das war dann jetzt sehr schön, aber die Arbeit hat raus. Mit dem Fleisch bin ich zufrieden. Sehr gut, So, aber denk dran, dass mein Schnäbelchen jetzt so groß ist wie dein Schnäbelchen.
Ja, aber gerne. Mach dann mache ich dir ein kleines Portionchen fertig. Warte mal. Guck mal hier, da brauchst du nicht mal ein Messer, ne? So. Das geht so, ne? Ja. Wunderbar. Ist perfekt. Jetzt lass mal schön zergehen. Du darfst auch kauen dabei. Du darfst auch sprechen dabei. Ausnahmsweise, Alexander. Hast du da noch mit drin? In der Morschelrahmsoße. Ja, den Saft der Morschel, wo drin die gekocht wurden. Ja, Morschel reicht schon. Reduziert, die Morschel klein geschnitten. Du, Morschel reicht schon. Ich habe mir das gerade gedacht, die Feige schmeckt ja komisch. Aber also die Morgenraum schmeckt sehr gut. Ne? Man kann es auch rausschmecken, wenn man es nicht weiß. Ja, also. Ja. Man schmeckt sogar Morscheln. Möchtest du hier so ein Ding mal probieren? Da ist nämlich die Feigengedöns drin. Feigenschatten, Feigengedöns, ja. Ja. Und oben, unten drunter ist also quasi die Mischung aus Pfannkuchen und Crepe. Ja, also ich möchte das nicht als, weder das eine noch das andere, da waren Eier dabei. Wo macht ihr denn den Unterschied? So, wo macht ihr denn den Unterschied bei Pfannkuchen und Crepe? Das ist nur die Übersetzung. Nee, Crepes sind hauchdünn. Bist du sicher? Also, wenn die Franzosen nennen ihren auch Crepe, wenn sie dicker sind. Genau. Die nennen sie dann nicht Pfannkuchen. Die nennen den Crepe? Echt? Ja, das heißt Crepe auf Französisch. Ja, wir lernen dazu heute Abend, ne? Gut. Ja, okay, also. Ja, dann vielen Dank. Also wir haben doch Crepe mit Feigenschatten, ne? Ja. Französische. Johannes. Pass auf, Johannes, ich mach dir mal so ein kleines Action fertig. Ist nur schade, die Temperatur stimmt jetzt leider nicht mehr so ganz. Ne? Alexander. Du, das ist wunderbar. Na gut. Ich bin auch da. Ganz toll. Ist eine frische Gabel, Johannes. Entschuldigung. Also, wenn du Frucht zum Beispiel mit Pilzen mischt, ja? Das geht auch nicht mit jeder. Du kannst auch nicht jede Frucht nehmen, aber gerade die Morcheln, die so ein bisschen dumpf sind und auch die Feige hat ein bisschen was Dumpfes, das geht schon mal gut miteinander hin. Und vor allem ist die Feige nie zu süß. Und dann kommt das Reh mit ins Spiel, also es ist eine sehr schöne Kombination. Ist wirklich gut. Gut. Also, das ist für mich ein großes Kompliment, oder? Ja. Lea? Das ist ein großes Herbst-Wildgericht. Ja. Da braucht man nichts schön zu reden, da soll man nur fein essen und glücklich sein. Und einfach das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht kriegen. Nein. Johannes? Und wirklich sehr gut. Feigen sind klasse, sind nicht verschmort, also nicht auseinandergefallen. Mhm. Das Chutney hat eine schöne Farbe noch, ja, manchmal ist so ein bisschen brandig. Ich finde die Crepe, also diese Crepe-Pfannkuchen, finde ich klasse. Sie sind zart, sie sind ein bisschen dick, aber sie sind zart. Es ist ein Unterschied, ob man einen Lederlappen hat, ja, oder ich überziehe es jetzt mal ein bisschen. Oder ob man einen Crepe hat, der ein bisschen dick geworden ist, aber zart ist. Und der ist zart. Mhm. Ja. Und das mit der Feigenmarmelade. Ganz fein, ne? Ja. Ganz feines Essen hier. Ich liebe das. Etwas dick, aber zart. Das gefällt mir. Ja, genau. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eins. Ein richtig schöner Spätburgunder dazu. Ja, genau. Das fehlt und es fehlt uns vor allen Dingen noch der Nachtisch. So. Und da würde ich jetzt unsere Gazelle aus Luxemburg ebenfalls bitten, direkt mal mitzukommen. So weit bin ich noch gar nicht. Ja, doch. Muss ich schon? Er braucht noch. Okay, komm, dann machen wir. Du brauchst noch einen Moment. Dann machen wir mal schnell. Komm, Lea, Pudding probieren. Komm, ja, du bist genauso richtig. Komm, wir machen mal eins. Das passt perfekt. Oder machen wir ein paar mehr? Ach so. Wie viel Pudding brauchst du eigentlich? Ja, aber meine Kinder, die reden auch noch gerne. Oh, ja. Hallo, mein Pudding ist weg. Ey. Wie? Der war mal sehr lecker. Wo habt ihr denn? Das glaube ich ja nicht. Haben die mir meinen Pudding versteckt? So, also. Aber der war sehr lecker. Jetzt machen wir mal eins fertig. So, auf dieses Pflaumenmus bin ich jetzt sehr gespannt. Genau, machen wir eins fertig. Kann alles schön reden, oder? Fangen schon ein zweites an. Das hat einen bestimmten Grund, warum wir das so machen. So. Machen wir ein drittes fertig. Ja, warte mal, ich kann ja mal ein bisschen mit. Genau. Ja, warte mal. Mach du schon mal den nächsten Schritt. Ja, warte mal. Der nächste Schritt ist, Alexander macht davon so 3-4 Stück drauf. Jawohl. Einfach 3-4 Stück, ja. So, dass er hält. Okay. Genau, so ein bisschen flach drücken. Reicht? Alles klar. Reicht schon? Schau mal, das ist doch jetzt hier schön. Sowas gibt es nur hier. Das ist quasi die friesisch-rheinische, fränkische Freundschaft, die wir hier pflegen. Ostholland war das doch. Ja, Ostholland ist ein schöner. Ach so, Mönchengladbach. Okay. Wir sind ja Connection quasi. Connection, genau. Ja. So, jetzt machen wir eins fertig. So, ich habe hier mein Vanillepudding. Ja, oh. Geschlagene Sahne. Vanillepudding schön glatt rühren, kalt rühren wieder. Dann geschlagene Sahne drunter. Und dann ist es eine ganz luftige Angelegenheit. So, und jetzt
mache ich hier ein so ein Ding drauf. Oh Mann, oh Mann. Jetzt kommt noch ein zweites drauf. Dann kommt noch mal ein bisschen Pudding drauf. Ja. Aber fein. So, und jetzt kommt... Pudding, ne? Noch ein drittes. Ja. Sieht ein bisschen aus wie beim Amerikaner, ne? Und dann... So, voilà. Und damit wir das überhaupt jetzt im Mund reinkriegen, so im Einzelnen, machen wir das jetzt so. So, ganz klein bisschen Puderzucker drauf. Guck mal, da wird es jetzt leise, ja, merkst du das, Johannes? Ja, da wird es jetzt ganz leise. Ja, genau. Jetzt können wir, oder kannst du den Deckel auch? Ja, okay. Und jetzt kannst du das so als Sandwich dann richtig essen. Aber auch unsere Kameraleute sind vollkommen fassungslos. Sie würden gerne reinbeißen. Laiki ist Grieche, aber der versteht trotzdem was zum Essen. Ja. So. Dann habe ich für Horst natürlich extra ein großes noch gemacht, ne? Ja. Sein XXL-Friese, weißt du? So, einmal zugreifen. Ja. Am besten hier die einzelnen. Die kann man am besten so weg essen. Das muss man auf einmal rein. Das Eis, das kommt erst, ja. Das habe ich dazu geschummelt, das sage ich gleich dazu. Wenn wir das probieren. Ja, bist du alt? Nee, ist es im Ganzen. Komm. Einmal im Ganzen essen, zack. Versuchen wir mal im Ganzen. Horst, komm, ich schieb dir jetzt mal so ein Ding hier rein, ja? Los, Horst, das Achtung, geht. Mund auf, wobei du wolltest ein größeres. Schnurrbart festhalten. Mhm. Genau. Schnurrbart festhalten und... Ah! Ja! Jetzt aber kaum. Mit geklärten Butter. Und? Geklärter Butter, zwei Schichten. Also, Johannes, versuch zu sprechen, wenn du wieder in der Lage bist. Jetzt darf ich noch mal ein bisschen Tupfer, bitte. Mhm. Weil wenn das im Schnäuzer ist, muss ich ihn abmachen. Das ist richtig, das wäre nicht auszudenken. Aber ich kann ja schon dabei vorsichtig reden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, der Johannes müssen wir nicht mehr darüber reden, was der Kerl kann. Aber das hier ist eine Sache, mit der man optisch eine ganz dicke Hose machen kann. Was aber jeder nachkochen kann, wenn man die Produkte hat. Und die kann man kaufen. Und vom Geschmack her... Oder klauen, wie heute gehört. Ist es keinsterweise so schwer, wie man vermuten mag. Mhm. Viele würden jetzt sagen, wenn sie das sehen, mein Gott im Himmel, das geht ja direkt wieder auf die Figur. Kann ich mir nicht vorstellen. Es ist sehr, sehr lecker, sehr leicht. Und davon kann man auch mehrere hintereinander essen. Also ich zum Beispiel jetzt bestimmt so 6 Stück. Ja, mindestens. Ja? Also es gibt eine. Ja, sehr lecker. Also eine Kleinigkeit, die ich noch dazu gemacht habe. Ich habe ein bisschen Pflaumensorbet da hinten nebenbei gemacht. Und das dann so die Krönung oben drauf, direkt ein bisschen Sorbet und dann zack, rein damit. Lecker. Das erinnert mich so ein bisschen an mein Gericht. Ne? Man könnte auch mindestens 5 Desserts draus machen. Ne? Super lecker. So, ganz aber, toll. Ja, also ich würde sagen, auf zur für die Nachsaison. Also im Winter ist es noch besser auf Sylt. Ja, als natürlich. Im Sommer. Und wir kochen auch Pflaumen ein, deswegen das gibt es im Winter. Dein Urteil? Ja. Würde der Johannes nicht schon King heißen, würde ich ihn jetzt König nennen. Oh, ja. Wir verneigen uns. Lea? Sehr lecker. Auf Sylt. Auf Sylt. So. Auf Sylt gehe ich nur zur Pflaumenzeit. Ja. Wunderbar. Ja. Dankeschön. Danke. Wunderbar. Super lecker. Klasse. Danke. Einfach einmal bei schön warm. Klasse. Also. Super. Ganz ich würde Folgendes jetzt vorschlagen zum Abschluss, weil es so lecker war. Ich fasse das jetzt einfach mal so an, Horst. Schaffst du das auch noch? Das auch noch. Wollen wir? Soll ich mit anfassen, Horst? Mit Anlauf. Achso, und das ist der dünnste Blätterteig. So. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute Abend reingeschaut haben. Bitte schön. Das war's für heute. Lanz Koch, die Kollegen in Mainz warten bereits. Danke euch für den Besuch hier im Studio. Hat riesen Spaß gemacht. Und Ihnen hoffe ich auch. Nächsten Freitag sehen wir uns wieder. Bis dahin. Vielen Dank. Ja. Ja.